Hallo, Scott. Wollen Sie nachsehen, ob ich jetzt endlich am Boden zerstört bin? Wollen Sie sehen, was die Entdeckung, dass mein Volk erfunden wurde, mit mir gemacht hat? Das ist ein Schock. Ich würde durchdrehen. Nein, nicht geschockt. Was? Sie sind doch sonst immer so emotional. Stimmt. Wir Angara zeigen unsere Gefühle normalerweise sehr freimütig. Ich rede aber nicht über alle Angara. Ich rede über Sie. Ich bin wie betäubt, eingeschüchtert. Es hat etwas Friedvolles, wenn du das Universum nicht verstehen kannst und weißt, dass das Universum dein Verständnis gar nicht braucht, um zu funktionieren. Dass du vielleicht sogar ein geheimes Schicksal hast. Wir wissen nicht einmal, wie umfassend dieser geheime Plan ist. Er könnte ganze Galaxien umspannen. Genau. Und wenn wir, sobald wir unseren Platz in diesem Plan kennen, können wir ihn umsetzen und sogar verbessern. Ich bin nicht am Boden zerstört, Ryder. Ich bin voller Tatendrang. Die Angara wurden für einen Zweck erschaffen. Man gab uns Gewölbe und goldene Welten, modernste Werkzeuge. Und die Kett können nichts daran ändern. Die Zukunft hält mehr für die Angara bereit als einen endlosen Krieg gegen die Kett. Viel mehr. Für die Angara? Nein. Für uns alle ist eine wunderbare, verrückte Zeit angebrochen. Wirklich wunderbar. Wirklich verrückt. Es spielt keine Rolle, ob ein Gott uns erschaffen hat, ob wir Wiedergeburten unserer Ahnen sind oder der Traum einer KI-Supermacht. Diese Entdeckung verändert nichts. Höchstens wir uns selbst. Und das ist alles. Wir beenden einander schon die Sätze. Wir sind beste Bros. Hätten Sie Zeit, sich weiter mit mir zu unterhalten? Nein, tschüss. Bis später. Du hast nämlich keine Dialogoption mehr für mich. Was? Obwohl ich nochmal 1000 Lebensfähigkeitspunkte freigeschaltet habe, darf ich nichts weiteres mehr frei... keine weitere Crew freischalten. Ja, Moment, dann gucken wir mal eben. Verbündete und Beziehungen. EOS-Aufgabe ist auch interessant. Da gehen wir wieder auf die priorisierte Mission und werden mal die Sonden setzen. Um Meridian zu finden. Und die nächsten Systeme können gescannt werden dabei. Sieht aus, als nähern wir uns einem blauen Riesen. Von Aya aus ist das oft der hellste Stern. Der erste, der aufgeht. Anomalie auf den Sensoren. Schicke Sonde aus. Schicke Sonde aus. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Oh nein, das ALP ist maximal Level 20, sagt der Chat. Das bedeutet, ich habe schon die maximale Anzahl von Kryokapseln geöffnet. Die Sonde ist bereit. Wir können sie jederzeit in Position bringen. Ach, das war jetzt schon die Position, die ich abfliegen musste. Okay. Dann scannen wir die Planeten. Anomalie auf den Sensoren. Das sieht aus wie ein Vulkan. Ah ne, Satellit. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ah. Wo
oder einfach nur ein Meteorit. Nee, stimmt nicht. Asteroid war schon richtig. Können was zu trinken gebrauchen. Aber ich verkneife mir jetzt noch die Stunde. Ups, das wollte ich gar nicht. Kommt die Nexus belebter vor, wenn du so viele Kryokapseln geöffnet hast? Nein. Die Nexus kommt ein belebter vor, weil man mehr Kolonien hat und mehr andere Völker bzw. die Archen befreit hat. Alles andere hat, glaube ich, keinen Einfluss darauf, wie viele Leute gerade auf der Nexus rumrennen. Wahrscheinlich ein größeres System. Vor der Geißel. Ein Grund mehr, um alles zu dokumentieren. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Erhalte Scandaten. Sonde unterwegs. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geißelaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Ja, Carlo. Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. Die wird natürlich von der Geißel nicht gestört oder zerstört. Ich empfange etwas. Na? Sonde gestartet. Ich habe etwas gefunden. Auch nix. Und der letzte Planet hier. Dover. Der Planet verliert übrigens seine Atmosphäre an den Sternen. Der saugt die regelrecht ab. Obwohl ich nicht sicher bin, ob sowas schon gesehen wurde. Man kennt es eigentlich nur von Gasriesen, die ziemlich eng migriert sind zur Sonne, dass halt die letztendlich Gas und Atmosphäre abgeben an den Hauptsternen in der Mitte. Was übrigens bei uns auch im Sonnensystem ein gewisses Rätsel ist, dass die Planeten wahrscheinlich nicht immer in so einer stabilen Bahn wie jetzt geflogen sind. Es ist unsere Aufgabe, die Ersten zu sein. Anomalie auf den Sensoren. Thank you.
Auch nix. Anomalie geortet. Ja, ich weiß, wir können die Sonde setzen. Also lass mich doch eben die Planeten durchchecken. Oh, gestern Nacht auch, wo wir gerade, wo ich hier die ganzen Welten auch mit Wasser sehe und so weiter. Was ist das? World War Los Angeles oder wie das heißt? Lief gestern auf Pro7 und ich habe gestern Abend den Fernseher einfach mal durchlaufen lassen. Und den wollte ich eh irgendwann mal gucken. Der war ja eigentlich in Ordnung. Ich empfange etwas. Also World War Los Angeles oder war es doch anders, der Name? Ich fand den okay, kann man gucken. Ich empfange etwas. Ein riesiges Sonde Vorkommen. Gestartet. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Ja, was genauso groß ist wie so ein kleines, was neben mir auf dem Planeten ist. Ist auch egal, ich hab's schon häufiger erwähnt. Das mit den Scannen ist wahrscheinlich etwas. Noch so ein Überbleibsel, als sie noch geplant haben, mit prozentual erstellten Planeten zu arbeiten, was sie dann aber wieder verworfen haben. Battle for LA, sagt einer gerade. Einer der unterschätztesten Filme. Aber der ist halt okay. In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Ist halt eigentlich so das Zeigen der... Ja, von menschlichen... Wie... Sag ich mal, so wie in dem Film es dargestellt wird, wie wir reagieren würden auf eine außerirdische Invasion, so könnte es halt wirklich sein. Sonde ist in Position. Pathfinder, ich habe die Ergebnisse des Energiemustermodells der Geisel analysiert. Und? Auf diese Weise erreichen Sie Meridian. Greifen Sie auf die Brücke zu, wann immer Sie bereit sind. Was haben wir denn hier? Ach so, die Geisteldaten. Berechne Reliktschiff-Dynamik. Sam? Erstelle Vorhersagemodell. Ja, es ist der Film, wo die Soldaten gegen Austausche kämpfen in L.A. Wie die Geißel da reinpasst. Mit Verlaub, das ist alles echt kranke Scheiße. Ziemlich viel los hier oben. Habe ich bekommen, was wir gebraucht haben? Sie haben in der Tat etwas bekommen. Den Schlüssel zu allem. Hier drin. Die Mutter aller Navigationshilfen. Bringen Sie das zurück zur Reliktstadt. Finden Sie einen Override und Ihre Schiffe werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Inklusive Korrekturen wegen der Geißel. Sie erhalten die exakte Position. Das Herz des Gewölbenetzwerks. Wir können es schaffen. Ich überlege gerade, hatten wir nicht noch... Unterwerfung, Herstellung des Nomads-Schilds, das sind ja alles Sachen, die teilweise nicht funktioniert haben. Das sollte ich noch vorher erledigen. Jetzt schreiben alle im Chat, wie der Film heißt. World Invasion Battle Los Angeles. Und ich habe nur den Film geguckt gestern auf Pro7, weil ich ihn mal gucken wollte, als er, glaube ich, auf Amazon Prime oder auf wo auch immer war. Und hab's halt nie geschafft, zeitlich. Aber er war halt nicht so abgehoben, abgespaced, sodass alles menschliche Militär total am Ende und total aufgeschmissen gegen Außerirdische, sondern halt wirklich, der übernimmt halt wirklich so dieses Überraschungsmoment ganz gut, plus dass halt das Militär schon nachvollziehbar reagiert, sag ich mal.
Weil selbst wenn Außerirdische mal kommen würden, uns angreifen, eine Projektilkugel, sag ich mal, in unsere Atmosphäre aus einem Gewehr oder sonst irgendwas, wird genauso tödlich sein für einen Außerirdischen wie für uns. Außer sie bringen halt Materialien, die wirklich so eine starke Panzerung haben, dass halt ein Projektil nichts machen könnte oder eine Explosion oder sonst irgendwas. Wenn natürlich Schild existiert, ist das wieder was anderes, aber selbst ein Schild würde ja, um kinetische Energie aufzuhalten, was ich damals so bei Independence Day gehasst habe, ja Energie verbrauchen. Und ich glaube, auch Außerirdische werden kein Mittel haben für die unendliche Energie. Es wäre erstmal ein Vorteil. Aber ist auch egal. Nicht jeder Außerirdische braucht ein Schild. Und wenn sie mit Rayguns kommen und so weiter, ist das trotzdem. Eine Raygun ist halt sehr energiefressend. Aber es wird ja auch schon hier sehr viel damit getestet. Und wer weiß, wie eigentlich die inoffiziellen militärischen Waffen, wie weit die da eigentlich schon letztendlich sind mit solchen Techniken. Ist ja nicht so, dass die jedes Jahr die ausstellen würden. Hübsche Aussicht. Ich stelle mir gerade vor, was meine Vorfahren sagen würden, wenn sie sehen könnten, was wir aufgebaut haben. Wie wir aufgeblüht sind, trotz allem. Orte wie Aya geben mir Hoffnung. Wir könnten in Helios wirklich heimisch werden. Das können sie. Und das werden sie. Ich habe die von ihnen geborgenen Artefakte untersucht und dabei etwas Unglaubliches entdeckt. Unsere Geschichte ist deutlich kürzer, als wir bislang dachten. Sie reicht weniger als ein Jahrtausend zurück. Es ist, als wären wir plötzlich entstanden, als komplett ausgebildete Zivilisation. Wir wissen inzwischen, dass ihr Volk von den Jardan erschaffen wurde. Ja, aber was, wenn sie auch unsere Kultur entwickelt haben? Wenn sie uns Traditionen und Überzeugungen mitgaben, die wir fortgeführt haben? Solange wir unsere Vergangenheit nicht kennen, können wir auch nicht über unsere Zukunft entscheiden. Ihre Entdeckung könnte noch etliche Generationen beeinflussen. Ich glaube nicht, dass ich ohne sie jemals so weit gekommen wäre, Ryder. Sie hören sich an, als wäre unsere gemeinsame Zeit vorüber. Aber das muss nicht so sein. Wie einfach das bei Ihnen klingt. Sie riecht auch oben wie Fisch. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich will das, Avela. Sie nicht? Natürlich. Ein schicker Forscher von den Sternen. Wie sollte ich mich da nicht verlieben? Aber diese Arbeit verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Und Sie, vor Ihnen liegt eine gewaltige Aufgabe. Ich werde Sie nicht davon ablenken, ganz egal, wie sehr ich es will. Ich glaube, ich brauche jetzt etwas Ablenkung. Eines Tages, wenn das alles vorbei ist und Sie dann noch genauso empfinden, dann kommen Sie zu mir. Bis dahin haben wir beide noch viel Arbeit. Noch einen letzten Kuss? Bringt bestimmt Glück. Na dann. Hihihi. Vor allem, sie findet mich einen schicken Forscher, der das Andromeda-System erforscht und bla bla bla. Hallo, ich bin Mensch, sie ist angarianisch. Wie kann sie meinen, dass ich gut aussehe? Ich denke mal, das ist auch im Gehirn so ein bisschen verankert, ne? Dass man halt seine... die gleiche Spezies vielleicht attraktiv findet. Obwohl inzwischen gibt es ja alles Mögliche. Frauen mit Fuchsschwänzen im Arsch und so Geschichten. Und die Leute sagen, yeah, geil, der spende ich jetzt erstmal $50 dafür, dass sie vor der Cam rumtanzt. Weil die sich nahe stopfen mit einem Fuchsschwanz dran in den Popo steckt. Tja, da geht die Welt hin, Leute. Und Ryder bringt Unmengen an Liebe ins Andromeda-System.
Vetra. Hat nach ihnen gesucht. Was, echt? Vetra? Warum das denn? Ich denke, ich würde damit fertig. Ihr Hirn ist schon durcheinander genug. Kommen Sie schon. Nur ein Kopfstoß. Mit Leck. Ich bin strikt dagegen. Nein, dann andere Seite. Hey Ryder, was machen wir, wenn Meridian nicht das ist, was wir uns erhoffen? Wie meinen Sie das? Was, wenn es nicht da ist, wo es sein sollte? Oder nicht so funktioniert, wie wir denken? Ach, kommen Sie. Das wäre doch ein bisschen zu viel des Guten. So viel Pech können wir gar nicht haben. Es ist nur, bei diesem Reliktkram weiß man einfach nie, was einen erwartet. Ich bin hin und her gerissen. In einem Moment voller Vorfreude und im nächsten voller Sorge. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das normalerweise auch. Das musste ich auf die harte Tour lernen. Trotzdem müssen wir es immer weiter versuchen. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Sie haben recht. Natürlich haben Sie recht. Wir haben in den schwierigsten Momenten nicht aufgegeben und fangen ganz bestimmt nicht jetzt damit an. Was auch immer geschieht, versuchen wir einfach Spaß dabei zu haben. Den hatten wir doch bisher auch, oder? Auf jeden Fall. Ja, schön. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Kommen Sie ins Tech-Labor, falls Sie mich brauchen. Was? Wer? Was wollen die jetzt alle von mir? Haben Sie meine Nachricht erhalten? Unwichtig. Ich habe aufregende Neuigkeiten und wollte sie Ihnen persönlich übermitteln. Soll ich mich setzen? Ist das wieder so eine Redensart? Oder, ja, natürlich. Machen Sie, was Sie wollen. Ja, es ist eine Redensart und sie bedeutet... egal. Ich habe ein Angebot für eine Beförderung im Widerstand und ein eigenes Kommando erhalten. Das ergibt absolut Sinn. Glückwunsch. Danke. Meine Familie ist sehr stolz. Und ich bin es auch. Wann ist das passiert? Erst kürzlich. Wie Sie wissen, war ich mit meiner Position und meinen Zukunftsaussichten im Widerstand nicht zufrieden. Und im Leben? Richtig. Stimmt. Ja. Nach meinen Erfolgen mit Ihnen sieht man mich mit neuen Augen. Aber was noch wichtiger ist, mir geht es genauso. Sie bekommen also ein eigenes Kommando? Es ist ein Geheimtrupp. Tech Ops. Ich kommandiere eine kleine Gruppe von Elite-Spezialisten, die komplexe KET-Einrichtungen infiltrieren. Große Gefahr, große Belohnung. Würden Sie in Erwägung ziehen, das Angebot abzulehnen? Wir verlassen uns mittlerweile auf Sie. Einige von uns mögen Sie sogar. Und ich mag Sie zum größten Teil. Also dann, sollen wir nach Aya zurückfliegen? Was? Wieso? Ich nehme die Position nicht an. Aber das ist verrückt. Genau das wollten Sie doch immer. Ich wollte es, richtig. Aber ich brauchte es nicht. Ich brauche es nicht. Mit Ihrer Hilfe habe ich mich von den Erwartungen an mich gelöst. Ich habe mein besseres Ich gefunden. Das ist mit das Netteste, was jemand je zu mir gesagt hat. Ernsthaft. Gut. Nein, wirklich. Sie haben sich auch verändert, finde ich. Sie sind jetzt offener, wie ein echter Angara. Perfekt. Und deshalb haben Sie mich jetzt am Hals, bis das alles ausgestanden ist. Außerdem brauchen Sie mich. Fordern Sie Ihr Glück nicht heraus. Aber man kann das Glück nicht herausfordern. Es ist keine Person und... ah, Redensart. Genau. Scheiße. Naja. Also wenn sich plötzlich jemand über Funk noch anspricht, sollten das erstmal die Personen gewesen sein, mit denen ich noch reden sollte. Sylvie, sind Sie Jean Garson jemals begegnet? Ich habe ihr mal bei einer Spendenaktion die Hand geschüttelt und dann irgendwas geplappert, dass ich gerne mal einen Blick unter ihr Kleid werfen würde. Nicht Ihr Ernst?
Ich wollte wissen, wie es funktioniert. Es bestand aus intelligentem Gewebe und hat je nach Umgebungsgeräuschen die Farbe gewechselt. Außerdem gab es an dem Abend jede Menge Champagner. Zurück zur Reliktstadt. Werde ich jetzt wieder Cat begegnen da drauf? Immerhin haben sie sich letztes Mal zurückgezogen. Anomalie auf den Sensoren. Eine neue Anomalie? In diesem Gebiet kommt es gewöhnlich zu massiver Geiselaktivität. Es könnte sich lohnen, hier eine Sonde zu platzieren. Schon wieder? Sonde zur Datenerfassung ist einsatzbereit. Können Sie sagen, dass wir die Geister sogar, wenn wir die Sphäre zurückholen, vernichten können? Sie können die Erkundung von Helios vor oder nach dem Ende der Hauptstory fortsetzen. Ja, ich will aufbrechen. Ist das schon die letzte Mission der Story? Oh mein Gott. Dann besteht das Spiel wirklich aus 80% Nebenmissionen und 20% Hauptstory. Und ich glaube, damit habe ich das schon... Also lege ich das schon sehr positiv aus. Diese Hardware ein und die Relikte werden denselben Vektor fliegen wie Meridian. Das ist ein großer Schritt. Unser bislang größter. Sind Sie bereit? Ja, unsere Zeit ist gekommen. Okay, gehen wir's an. Tempest, wir gehen rein. Bisher ist alles ruhig, aber... Irgendwas hat sich verändert. Die Orbitalscans haben ein autarkes Energienetz innerhalb des Turms entdeckt. Was bedeutet? Die Verteidigungssysteme sind möglicherweise nicht auf unserer Seite. 145 Meter bis zur mutmaßlichen Override-Steuerung. Durch die Tür. Seien Sie wachsam. So, das waren jetzt bestimmt schon 145 Meter. Ja, nicht ganz, aber... Das wären 145 Meter. Bis zu dieser Tür. Wenn sie wüssten, was wir vorhaben, nämlich eigentlich das weiterführen, was ihre Herrscher angefangen haben. Also macht es keinen Sinn, dass sie dagegen sind. Und schon wieder 60 Meter. Eine letzte Relikttür. Die Steuerung liegt direkt vor Ihnen. Die Daten deuten auf mehrere Startbuchten sowie mögliche Informationen zur Verwendung von Meridian hin. Wurde ja auch verdammt nochmal Zeit. Sam, ist alles bereit? Relevante Daten für Upload bereit. Okay, dann... wollen wir mal.
Die Reliktschiffe sind gestartet. Sie folgen dem Override-Vektor. Die Geißel bewegt sich, aber sie kommen durch zu was auch immer. Meridian, Pathfinder. Echt? Der komische Planet da. Das ist... Wow, ist das Ding hohl? Wie ihre Dyson-Sphären, nur in Mondgröße. Eine autarke Saatwelt, das Herz des Gewölbenetzwerks. Wird sie reaktiviert, beeinflusst das alle verbundenen Planeten. Sie kann Heliges zu einer Heimat machen. Dieser Augenblick, der nur teilweise mir zu verdanken ist, war längst überfällig. Meinen Glückwunsch, Pathfinder. Welch großer Tag für uns alle. Tempest, was geht da vor sich? Ich hatte dich für einen würdigen Rivalen gehalten, aber du bist eine Fälschung, eine Lüge. Als ich erkannte, was dich zu etwas Besonderem machte, deine Verbindung, wusste ich, wie und wann ich sie dir nehmen würde. Ich habe zugelassen, dass du Meridian findest. Und jetzt werde ich deinen Stern benutzen, um es zu einer Waffe zu machen. Ganz Helios wird aufsteigen. Oder eure Welten werden eine nach der anderen sterben. Angefangen mit Eos. Alles, was ich brauche, ist ein Implantat wie deines. Und dank deiner Erinnerungen weiß ich, wer noch eines besitzt. Ein Meine Schwester. Grund, die Hyperion zu kapern.